one and two and three and four. And you told me to be myself, to just relax. Wichtiger Hinweis. Das ist ein wichtiger Hinweis und kein Intro. Das kommt dann noch. Wie erkläre ich das? Ich erkläre erstmal so. Ich hatte so eine Idee, dass wir Kaban darstellen, wie er beim Doc Fernsehen guckt. Und innerhalb dieses Fernsehprozesses wollte ich nicht nur einen neuen Maßstab dafür schaffen, was dumm ist auf unserem Kanal, sondern ich wollte auch irgendwelche News unterbringen. So. Und dabei habe ich mich natürlich selbst outsmartet. Denn ich wollte das halt machen, so, da kommt dann irgendwie das Intro und dann machen wir dieses Fernsehdingens und dann spielen die halt angeschlossen daran. Ja. Ich habe also Malashim und Edgar angeschrieben und gefragt, ihr könnt ihr mal was für mich einlesen, fetten Thanks. Und das haben die sofort gemacht und das war ziemlich cool. Und dann haben wir die dazugehörige Folge gespielt, also die 10.1. Und jetzt ist es halt irgendwie 100 Jahre später und jetzt mache ich mich daran, das alles zusammenzustückeln, was da noch so dazu gehört. Und weder im Intro noch in der nachfolgenden, nach diesem Fernsehding-Szene gehen wir halt darauf ein, dass das quasi so beim Fernsehen gucken war. Und ich weiß, dass man sich das selbst erschließen kann. Aber wir knüpfen halt nicht an. Und deswegen diese Vorankündigung, dass das dann nicht unbedingt aufeinander folgt, auch wenn es doch zusammenhängt. Und die beiden Dudes, also hier Jojo und Kaban, werden dann auch nicht unheimlich krass auf diese News da eingehen, was vollkommen okay ist, weil ich die ja nicht geschrieben habe, damit die sagen, oh krass, Alter, richtig fett, sondern weil, naja, ich sowas halt mache und weil ich die Stadt halt ein bisschen verändern will und weil das sind so die Gründe. Und das werde ich im Outro vielleicht nochmal ganz kurz so erklären. Das sollte nur ein wichtiger Hinweis quasi vor dem Intro sein. Und jetzt zurück zum eigentlichen Dingens. Aber ich will doch nicht. Und willkommen im Intro. In der letzten Folge, oder was? Nein. In der letzten Staffel. Das ist neu. Stimmt. Das ist tatsächlich neu. Aber wir müssen jetzt aufpassen, sonst machen wir wieder... Ich finde, wir könnten ja jetzt erstmal zusammenfassen, was wir über dieses gesamte Jahr, jetzt zum Jahreswechsel, bemerkt haben, gelernt haben, für uns persönlich, aber auch für die Gruppe und was wir auch, wo wir noch Chancen sehen, vielleicht was anders, was besser zu machen. Die auf die Erfolge zurückblicken, die wir bereits hatten. Und da Daddy hier namentlich ganz oben steht, würde ich sagen, darf der doch einfach anfangen. Wir können unsere Erfolge zusammenfassen mit: Jeder von uns ist einmal gestorben. Ich nicht. Wir sind nicht gestorben, das war eine Lüge. Das war gar nicht so geplant. Ach so. Okay.
Ja, es hat sich alles zum Guten gewendet. Definitiv, wir leben ja schließlich noch. Moment. Unsere also, genau so würde ich das formulieren. Unsere Charaktere sind so fidel wie nie. Naja. Zuvor in ihrem Leben. Sie sind nie so glücklich wie jetzt am Leben zu sein, wahrscheinlich. Einspruch. Warum Wieso erhebst Einspruch? Du da Einspruch? Ich dachte, Jojo empfindet kein Glück mehr. Doch. Ja, Jojo. Zwischendurch schon. Zwischendurch schon, wenn sie jemand des Gedärm steht. Ja. Und Leute häutet oder sowas. Ja, ja. Was? Wieso Leute häutet? Hallo? Ja, das hat lange nicht mehr gemacht, stimmt. Du, ich hab nur einmal jemanden gehäutet. Klingt immer so, als wäre das was Gutes, ne? Mhm. Es war auch keine lebende Person. Ach so. Psychopathen fangen ja auch häufig mit. Also nee, wie heißt es gleich? Nicht Massenmörder, sondern die anderen. Triebtäter? Serienmörder? Die fangen ja auch oft mit Leichen an. Und Verstümmelung. Die fangen erstmal mit Tieren an. Naja, über das Stadium müssen wir ja oder Tierleichen. Aber nee, also ich finde nicht, dass du das jetzt mit einem Serienmörder gleichsetzen solltest. Nee, stimmt. Sie hat nicht in Serie gemördert, sondern eher so partiell, aber dann auf einmal. Bei Lust und Laune. Sie hat episodenweise gemordet. Sie ist ein Gelegenheitsmörder. Bei jeder Gelegenheit. Hallo? Carbon hat bestimmt genauso viele Leute auf dem Gewissen. Nope. Was? Ich bin lieb. Hat er einfach nicht. Ich brauche Carbon ja auch als regulatives Element. Auf der anderen Seite hat Jojo natürlich noch nie jemanden getötet, weil es jemand gesagt hat. Also kein Fremder. Das stimmt, dafür hat sie schon Unschuldige umgebracht. Bitte Unschuldige, dieses Wort allein. Ja. Ist ja schon mal verkehrt. In Anführungsstrichen. Und Sharon ist niemand unschuldig, außer die ich als unschuldig bezeichne. Ich glaube, die hast du sogar als unschuldig bezeichnet. Oh. Ja, dann bezeichnet er nicht jeden zweiten von denen, den du umbringst, als unschuldig? Ja, ich glaube, das macht er mit Absicht. Hm. Was? Das ist überhaupt ja nicht wahr. Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, wen sie alles abgemurkst hat. Die Fleischer, völlig unschuldige Menschen. Haben nie jemanden was getan und die kommt einfach und macht die kaputt? Ja, völlig unschuldig. Ich habe die Spikes kaputt gemacht, aber die Fleischer habe ich nicht kaputt gemacht. Auch ein paar abgeschlachtet. Ja, aber nur ein paar. Aber nur ein paar. Aber die waren unschuldig. Verhältnismäßig zählt das nicht. Na Juti, ihr wollt also nicht über eure Erfolge und eure Ressourcen, die ihr noch euch aneignen könnt und alles jetzt sprechen. Das ist natürlich schade. Wir haben uns ganz viele ein bisschen ernster angeeignet. Werden. Nee, ich meinte das, was, egal. Verbesserungspotenzial. Also, wir sind schon so gut. Ja, das stimmt. Wir fangen einfach oben beim Charakterbogen an und arbeiten uns nach unten vor. Ich meinte auch als Gruppe, in unserem Spiel, in unserem Zusammenspiel. Ich dachte, wir können einfach da uns jetzt ein paar Bälle zurollen. Das Intro ist scheiße. Ich weiß. Machen wir ein neues? Ich dachte, ihr rastet auf mir aus, wenn ich jetzt mit sowas anfange. Beschuldige mich als Kevin und schmeißt mich raus oder so. Ich kann dich nicht rausschmeißen. Ich habe hier gerade keine Adminrechte. Dafür müsste ich an einen anderen Rechner. Ah, bin ja, auch so Gast. Hier, ich habe ja über das ganze Ding verteilt immer so ein paar Geschenke gemacht. Carbon, ich mache dir noch ein Geschenk. Also Daddy. Oh. Und zwar ist es ja so, dass ich nie im Leben, niemals und auf gar keinsten Fallus dir einfach irgendeine Torte gegeben hätte, ne? Sondern, natürlich hatte ich das so gedacht, das wird irgendwie dann gefährlich und geht schief und dann wird sie einfach zu der guten Art Stalkerin, die bei dir zu Hause am Tisch sitzt und ihn feierlich zum feinen Essen gedeckt hat und dann mit verlaufenem Lidstrich quasi auf dich wartet im flackerigen Kerzenlicht und aussieht wie der schlimmste Psycho der Welt und dich gern auch sehr oft am Tag anruft, auch wenn du gesagt hast, es reicht jetzt. Das war so, weißt du, das wollte ich schon machen seit 2012. Noch mit Edgo. 2011? 2011 noch mit Edgo. Aber jetzt sehe ich halt mehr Potenzial, wenn ich das einfach nicht mache. Wenn sie halt einfach eine nette, freundliche Frau ist und so weiter. Ist das nicht nett von mir? Langweilig. Das ist so herzerwärmend. Finde ich auch. Ist quasi ein Weihnachtsgeschenk. Quasi. Weißt du, was das Schlimme ist? Dass man sein Grinsen hört. Ja, eben. Naja.
Es ist ja nicht so, als wäre es leicht. Generell. Mit anderen Worten, sie ist eigentlich eine Aztec- oder eine Horizon-Spionin. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass er einfach, wenn er sagt, dass er mehr... Ich sag mal so, nein, ich sag dir, guck mal, entweder eine, wenn ich dir eine Stalkerin gebe, dann ist das zwei Situationen lustig und dann ballerst du sie weg. Ne? Sie ist nämlich ein ziemliches Risiko. Aber was ich ohne den Stalker-Faktor haben kann, ist doch... Doppeldate. Viel besser. Da hat er allerdings recht. Außerdem habe ich unheimlich Spaß, wenn du dich die ganze Zeit winden musst. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Das ist richtig. Ich habe viel zu viel Spaß an dieser ganzen Sache. Das ist einfach schön. Ich bin auch... Es gäbe einfach noch so viele Situationen. Also ich meine, ich muss ja Trollchen jetzt mal zugutehalten, das, was er da geschrieben hat, als Alternativablauf für dieses Doppeldate, war schon echt gut. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, das ist ja, das lag ja alles in deiner Hand, von daher war es, also ja, hättest du besser machen können, hast du recht. Tut mir leid, hätte ich besser machen können, ja. Wir haben ich das, muss halt erstmal ich finde, das Doppeldate ist gut gelaufen. Ja, aber woher soll ich die denn sammeln? Das? Weißt du, so ein Scheiß ist da nur... musst du dir was überlegen, dann besorgt dir halt Freunde, so. Pärchenfreunde, und dann besorgst du dir jemanden, mit dem du da hingehen kannst, der so tut, als wäre dein Stecher, und dann ist da alles safe. Daddy, hast du nicht auch noch irgendwie es nötig, was über Doppeldates zu lernen? Das könnte man dann nämlich geschickt kombinieren. Das Problem ist, Doppeldates sind, ich hab nie sowas wie Stolz. Manchmal. Kannst du nicht, seit wann das? Buttplug. Also wenn, dann hat man von deinem Stolz bisher echt nicht so besonders viel mitbekommen, muss ich sagen. Das ist richtig, aber ich muss ihn mir ja auch für die richtigen Situationen aufheben. Zum Beispiel nicht dieselben Doppeldate-Erfahrungen zu sammeln wie du, offensichtlich. Hey. Niemals. Das hört sich aber anders an. Ich bin einfach jemand, der sich vorstellen kann, wie der schlimmste Fall ist, wenn Menschen sowas tun. Ich glaube nicht, dass das so ist. Na gut, ich bin heimlich jemand, der in seinem Reihenhaus mit dem Gartenzwerg davor gern Freunde einlädt und der dann Gesellschaftsspiel mit ihnen spielt und dann mit dem Mann mal in den Garten geht, um heimlich eine zu rauchen, und dann müssen wir ganz viele Kaugummis kauen und dann unterhalten wir uns über Fußball und Carsten, unseren 5-jährigen Sohn, also nicht den, den ich ja mit dem Mann zusammen habe, und was er gerade in der Schule... Der ist also schon in der Schule, ne, weil der ist ja offensichtlich überbegabt, denn mit mir als Vater eines Reihenhauses, und ja, ich bin der Vater eines Reihenhauses, nicht Besitzer, wird langsam anstrengend, ist er natürlich überbegabt. Und während die beiden Frauen sich natürlich über Nagellack unterhalten dürfen und über das richtige Putzmittel, Meister Proppers nämlich out. Das mag das sein, stimmt. Allerdings hast du diese Situation jetzt mit Absicht extrem übertrieben, um davon abzulenken. Dass du keine Erfahrung hast. Nee, dass er sie hat, aber anders. Du meinst, er hat sich total drauf gefreut? Und ich weiß es nicht, ob er sich da total drauf gefreut hat. Ich hätte halt gern mal ein Doppeldate, ist ja gut! Er übertreibt schon wieder. Wir kommen der Sache zu sehr nah. Ich glaube, er hat einfach sowas schon mitgemacht. Freiwillig. Vor allem freiwillig. Wahrscheinlich hätte er es vorgeschlagen. Gesagt, voller Hormone und nichts ahnend und gutmütig und dumm und jung oder so. Also er hat es vorgeschlagen. Das ist echt eine gute Ansage. Freiwillig, weil voller. Ich habe nicht über die Gründe gesagt, weshalb du das freiwillig mitgemacht hast. Das also, wenn man voller Hormone ist und so ungefähr 16, 17, da macht man ja schon mal nichts freiwillig, sondern der Körper macht etwas mit einem freiwillig. Aber mit 16, 17 hast du halt auch noch keine Doppeldates. Das ist richtig. Also wird das wohl später gewesen sein müssen. Das wird wohl so gewesen sein, ja. Mir gefällt nicht, in welche Richtung wir hier gerade irgendwie abgedriftet sind, aber okay. Ihr wollt ja in Zukunft kein Karma mehr, ich kann das verstehen. Wir sollten jetzt damit aufhören. Machen wir da Karma. Die Würde des Spielleiters ist unantastbar. Außer von Edgo. Der war für Edgo. Das dachte ich mir. Was war das Letzte? Sauerkirsche? Ah ja, gut. Dann viel Spaß und bleibt geil. Ivan? Wo war nochmal der Pornokanal?
He's not only strong and ballsy, no, he is a winged assassin. He's not only kind and fearless, no, he wields a mighty magics. Pitch and Shaman! Nee, der war's nicht. I shall tell you the tale of two brothers. Mills brothers. One of whom was a sister. Gab die Regierung heute bekannt, dass ein zukunftsträchtiges Projekt legitimiert wurde. Die sogenannten D-Gebiete werden vom restlichen Stadtbild räumlich getrennt und in eine Schutzzone umgewandelt. So wird ein Schutzwall errichtet, der für die kriminellen Elemente, auch die gefährlichen Metamenschen, nicht zu durchdringen ist. Die gesetzestreuen Bürger unserer großartigen Stadt müssen sich nun kaum noch um Übergriffe der kriminellen Außenseiter sorgen. Auch dramatische Ereignisse wie die Gangkriege des letzten Jahres werden mit den großflächigen Umbauten keine reelle Bedrohung mehr darstellen. Der Bau der Mauer sowie die Grundversorgung und der Ausbau der Infrastruktur der entsprechenden Gebiete übernimmt Raputnik Industries. Arthur Pavlov unterschrieb heute den Vertrag mit der Stadt und zeigte sich zuversichtlich, noch im nächsten Monat die grundlegenden Umbauten vollendet zu haben. Wir können somit sicher sein, dass ein Konzern, dem vor allem das Wohl russischer Bürger am Herzen liegt, für die Umsetzung dieses Meilensteins Moskauer Stadtplanung zu Rate gezogen wird. Die Sicherung und die Durchsetzung der Gesetze unseres Staates in den D-Gebieten gewährleistet vorerst Jaguar Security. Sobald aber das Leben innerhalb der Schutzzone wieder seinen gewohnten Gang geht, wird höchstwahrscheinlich ein russischer Konzern die Aufgaben Ads Technologies fortführen. Wasja Novikov stellte sich vor wenigen Minuten aller unsinniger Kritik. Vor allen Dingen ausländische Großkonzerne wie Horizon Group und Neonet äußerten fadenscheinige Bedenken am Projekt. Der Regierungssprecher stellte jedoch in überzeugender Weise die Vorzüge der Schutzzone dar und machte ebenfalls Folgendes deutlich. Die Begrenzung der D-Gebiete stellt keine vollständige gesellschaftliche Exklusion dar. Der Zugang zur Matrix steht allen Menschen mit gültiger SIN jederzeit offen und ein Antrag auf Ausreise bzw. Umzug in die restlichen Gebiete Moskaus als generell nicht auszuschließen. Voraussetzung dafür ist lediglich eine gültige SIN, ein psychologisches Gutachten, ein sauberes Führungszeugnis und realistische Aussichten auf eine Anstellung bei einem Unternehmen. Abgesehen davon stellt die Einrichtung der Schutzzonen nur den ersten Schritt eines weitaus größeren Vorhabens dar. Es gilt nach und nach, die Infrastruktur und den Bildungsstand innerhalb der Schutzzonen zu verbessern, so dass langfristig jeder Mensch in Moskau in der Lage ist, als gesetzestreuer Bürger seinen Teil zum Ruhm und Reichtum Mütterchen Russlands beizutragen. Mills Brothers. Allein. Es tut mir so leid, aber ich kann nicht. Ich empfinde einfach nichts mehr für dich danken. Das... Mein Herz gehört jemand anderem. Das mag vielleicht sein, aber dein Körper gehört immer noch mir. Komm her, du kleine Schlampe. Wag es nicht, sie anzufassen, du Schufpui. Diese zarte Blume hat ihr Leben dem Mann versprochen, der du einst warst. Nicht dem Abfall, zu dem du geworden bist. Oh nein, es ist... Ganz recht. Don Arroyo Jesus. Lass ab von ihr. Ich entführe diese Maid in die fernen Welten von Ekstatistan. Meine Rose, folge mir auf die orgiastischen Inseln. Oh, Julio. Nee, Gott, das möchte ich auch nicht sehen. Ghettoisierung hat noch keine Gesellschaft weitergebracht. Die Pläne in Moskau werden nur noch mehr Nährboden für Gewalt und Kriminalität schaffen. In der Tat wird innerhalb der sogenannten Schutzzonen kaum ein geregeltes und legales Leben möglich sein. Die Auflagen zur Ausreise sind ebenfalls völlig unrealistisch. Wie genau sollen sozioökonomisch benachteiligte Menschen denn bitte an ein psychologisches Gutachten kommen? Moskau, Rabotnik und Arts Technology versuchen die Probleme der Stadt lediglich zu verstecken, anstatt sie wirklich anzugehen. Dabei sollte ihnen bewusst sein, dass keine Mauer der Welt eine so große Masse von Menschen wirklich aufhalten kann. Profitieren werden die Syndikate und die größeren Gangs. Der Schmuggel in die Zone und aus ihnen heraus wird mit Sicherheit blühen. All dessen ist man sich bewusst, aber die Regierung versucht euch Bürger zu betrügen und euch ein falsches Gefühl von Sicherheit und Tatkraft zu vermitteln. Der stumpfe Aktionismus von Rabotnik und Arts Technology beruht dagegen einfach auf Gier.
Als Technology wird mit der Ausweitung des Sicherheitsvertrages ein festes Standbein in die exekutive Gewalt Russlands setzen können und nebenbei enorme Gewinne mit der Sicherung der D-Gebiete einfahren. Interessanterweise war noch vor einem Jahr die Rede davon, dass Moskau niemals Unternehmen für polizeiliche Aufgaben einsetzen würde. Vermutlich wird der zweitgrößte Megakonzern der Welt einfach nicht als Unternehmen angesehen. Rabotnik wird durch den Bau allein reich, aber durch die langjährigen Versorgungsverträge der betroffenen Gebiete schwimmt die hochwohlgeborene Familie Pavlov in Geld. Fraglich nur, ob sie wirklich für Strom, Wasser und Matrixabdeckung sorgen werden oder nur die Fördergelder einstreichen und die angeblichen Schutzzonen sich selbst überlassen. Morgen wird eine Gegendemo vom Horizon Project organisiert stattfinden. Sagt Nein zur Unterdrückung, Nein zum antiproletarischen Schutzwall. Nur Crappy und diesen Scheiß. Lassen Sie doch einmal mehr die Schönheit der Natur auf sich wirken. Sehen Sie einem Schildkrötenmännchen dabei zu, wie es sich majestätisch auf den Panzer eines willigen Weibchens erhebt, um den Fortpflanzungsakt zu vollziehen. Ah, geil. Es ist ja tatsächlich wahr, dass ich mir im Kalender falsch Freyas Geburtstag eingetragen hatte, ne? Gut, ja. Dass ich es gemerkt habe. Gut, dass du es gemerkt hast. Sie hatte ja am 18. September. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben und ich habe es sogar gewusst, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Cool. Ich wusste nur nicht mehr wo. Zum Zeitpunkt, an dem du wieder dich bewegen kannst, so dass der Doktor sagt, verbisse dich, du hässliches Schwein, hast du ja noch 9 Tage. Ich habe noch 9 Tage. In dieser Zeit übrigens war es auch nicht möglich, dich zu besuchen. Jojo. Freya hat vielleicht nur ein paar Mal versucht, dich anzurufen. Ja. Sie wird also vermutlich... nicht so häufig jetzt, sag ich mal. Sie wird vermutlich zwischendurch auch mal drangegangen sein, aber... Wie hast du sie denn abgefertigt? Es kommt drauf an, wie sie mich angerufen, was sie von mir wollte. Na, wissen, wie es um Kaban steht und wann sie damit rechnen kann, ihn besuchen zu dürfen. Wird von ihr die und Antwort... Und ob du ihm natürlich liebste Grüße... dingsen kannst. Naja, da niemand zu Kaban darf, darf Jojo folglich auch nicht zu ihm. Beziehungsweise darüber wird sie gar nicht sprechen. Sondern sie würde einfach sagen, dass sie es nicht weiß, wann man ihn besuchen kann oder wann man damit rechnen kann, dass er rauskommt. Und wenn sie die Möglichkeit hat, wird sie ihm natürlich Grüße übermitteln. Okay. Sie wirkt übermenschlich gefasst übrigens. Und nicht so, als würde sie jetzt alles in Bewegung setzen, um noch über irgendwelche anderen Stellen an ihn ranzukommen. Oder diese Unverschämtheit öffentlich machen zu wollen. Du meinst, nachdem der Typ vom Militär bei ihr gewesen ist? Du meinst, nachdem ich zusätzlich noch 4 Erfolge im Selbstbeherrschung hatte? Ja. Ja. Das ist ja auch okay. Das sage ich dir ja auch nur, damit du sie nicht aus Versehen tötest. Ich töte sie nicht aus Versehen. Sondern mit Absicht. Nur mit Absicht. Super. Auch nicht mit Absicht, aber Jojo, es ist auch irgendwann egal, was sie macht. Das muss Carmen in den Griff kriegen. Da ist ja wieder der kalte Fisch. Na, was will die denn machen? Rauskriegen, dass Carmen kein Jäger ist. Dann muss Carmen ihr halt was anderes erzählen. Zur Not muss er ihr halt eine Kugel in den Kopf jagen. Nee, das recht, das hat nichts mit kalter Fisch zu tun. Das nochmal. Das hat sie nie ausgesprochen. Das ist richtig. Ich kann ihr doch keine Kugel im Kopf jagen, das geht doch nicht, der ist doch so hübsch. So hübsch ist der auch nicht. Dann gib ihr eine Giftspritze. So, nee, also so, das wird sie ihr gesagt haben, also dass sie es einfach nicht weiß. Wenn sie die Möglichkeit hat, wird sie ihm selbstverständlich Grüße übermitteln, aber ihr sind im Moment auch die Hände gebunden. Immerhin ist sie jetzt quasi gerade mal kurzzeitig nicht direkt ihren Job los wegen dieser ganzen Nummer, aber zumindest steht sie da auf dem Schirm. Sie versteht das und bedankt sich herzlichst bei dir. Und wenn du was brauchst, wegen der Monetos für den Monat, sie würde dir bestimmt was geben können. Nein, das geht schon. Das ist gut, sie hätte dir nämlich nichts geben können, aber irrelevant. Der Wille zählt.
Ja. Naja, nee, die Förmlichkeit zählt. Dafür hat Jojo ja einen Ehemann. Der verdient richtig gut Geld. Den ernährt sie quasi nur so halb mit. Eieieiei. Was denn? Nix. Ich hab mir nur gerade in den Kopf gerufen, dass ich das ja gleich mit ihr ausspielen muss. Oh Gott, das wird so anstrengend. Mit Freya? Sag mal so, du bist dann am 9. September, bist du quasi bereit, die Welt zu verlassen. Das ist noch nicht perfekto. Die Welt. Also die Welt in diesem, was jetzt deine Welt war, so meinte ich das natürlich. Danke. Und ja, also du kannst auch selbst laufen und du könntest auch zum Beispiel selbst fahren mit deiner Kiste, weil ja das Ding inzwischen, hat das Ding inzwischen einen guten Pilot? Na, vielleicht, ach nee, stimmt, du kannst über R fahren, alles safe. Nee, dieses Auto hat mittlerweile einen guten Piloten. Sicher? Pilot 3. Hast du das gekauft? Ja. Da ist dein ganzes Geld hingegangen. Unter anderem, ja. Das klingt vernünftig. Sicher. Warum steht da bei mir noch Pilot 1, Alter? Ich brauche unbedingt mal irgendwann, na egal. Bascht. Warum haben eigentlich alle Menschen am 18. Geburtstag? Wer denn noch? Jojo? Ich hab's ausgewürfelt. 18.12. Ich hab irgendein Datum genannt. Was für mich unendlich weit in der Zukunft lag, weil ich mich nicht dringend drum kümmern wollte, aber irgendwie ist es ganz schön schnell gegangen. Gut, nur das war so ein random Ding, was mir aufgefallen ist. Weil es in meinem Charakterblatt steht. Ja, ich fahre mit meinem Auto nach Hause. Du kannst auch gebracht mein Zuhause werden. Noch. Ich bin zu Hause. Alter! Ich nehme mich ins Bett, ich bin müde von der Fahrt. Ja, ohne Scheiß, Mann! Ich bin wahrscheinlich auch völlig fertig. Na, ja. Deswegen gab's ja auch, also Jojo hat ja auch angeboten, dich nach Hause zu bringen, so ist es nicht. Ja, es ist ja voll nett von dir, aber selbst fahrende Autos und so braucht man ja niemanden anders für zu bemühen. Das war ja auch nur ein Angebot, wenn du das nicht willst, ist es dein Ding. Ist völlig in Ordnung. Mir fällt gerade auf, nimmst du vielleicht noch Schmerzmedikamente? Ich denke. Dann solltest du vielleicht dich doch holen lassen. Selbstfahrendes Auto? Ja, aber was ist denn, wenn du mal plötzlich auf die Bremse treten musst? Hä? Das macht das Auto doch automatisch. Eben. Aber das Auto hat auch nur einen Pilot 3. Es hat halt auch nur 3 Würfel, verstehst du? Naja, also rudimentäre Fahrkenntnisse sollte das Ding schon haben. Sprich, na Jutti. Mit Gridlink und so bremsen. Na Jutti. Okay, du bist zu Hause und liegst im Bett. Safe. Ha. Okay, nein, ich leg mich natürlich nicht direkt ins Bett, sondern guck erstmal, was denn meine Wohnung so sagt, etc. Von wegen Kühlschrank. Ne, ich war ja wie lange jetzt weg? Ein paar Wochen. Sehr lange. Freya hat bestimmt aufgeräumt. Tja, also erstmal. Deine Wohnung sagt. Ich hab dich vermisst, Gaba. Oh. Ich mag den Computer. Ist viel. Wie heißt er? Ist mein kleiner Freund da drin? Was für ein kleiner Freund. Erbs. Meinst du Erbs, den Penis? Du? Nein, er meint Erbs, aber Erbs? Nein, Erbs ist nicht da drin. Wo ist denn Erbs? Erbs, du hast gesagt, Erbs war, also er hat eigentlich nur noch mit Rezepten zu tun. Zwischendurch chillt er mal im Säugucker. Ja, aber Billys Wohnung wurde ja ausgeräumt, das heißt, der Knoten wurde irgendwann jemand anders vermacht, da wird er also nicht mehr chillen. Wo ist Erbs also? Du hast mir irgendwann mal gesagt, Erbs chillt auch zwischendurch mal auf Jojos Säugucker. Beziehungsweise dann offensichtlich im Säugucker von der Gang. Siehst du, und das glaube ich nämlich nicht. Ihr habt ja so einen Matrix-gewandten Gänger und ich glaube, der will einfach keine Sprites in den Knoten, die ihr so habt. Ja, aber Jojo wird schon dafür sorgen, dass er da einen Platz bekommt. Nein. Warum denn nicht? Sprites sind böse. Aber Erbs nicht. Vom Teufel geschickt. Was weißt du denn von der Matrix? Wenn du mir sagst, der Geister ist böse, dann sage ich Scheiße und nicht, aber der nicht. Aber sie hatte doch schon viel mit Erbs zu tun. Du weißt nichts von der Matrix, Junge.
Okay, dann wird er einfach sagen, okay, ich frage einfach mal Vlad und Vlad wird sagen, geile Sprites. Dann wird Jojo ihm die ID von Kaban Zollkuka gegeben haben. Mhm. Ausgezeichnet, also dein kleiner Freund ist da, aber der spricht nicht. Oh, warum nicht? Das hat er noch nie gemacht. Oh, warte mal, Stimmt. Wie ist denn eigentlich die Einstellung von Neonet zu Sprites? Nicht gut. Nee, ich bin mir gar nicht sicher. Neonet ist nicht hat... so, dass Neonet sich nie einig werden konnte, ob sie jetzt Technomancer und Sprites geil finden oder nicht? Sie fanden sie immer geil als Objekte. Naja, das haben am Anfang alle getan. Moment, ich glaube, die einzigen, die Technomancer wirklich eingestellt haben, waren Evo und Horizon. Horizon, ja. Evo und SK. Genau, Neonet war, glaube ich, scheiße. Richtig. Aber als riesiger Matrix-Ding kommen die doch gar nicht drum rum. Ich glaube, aber Neonet war trotzdem richtig scheiße. Ich glaube, Neonet war sogar der Feind. Ja. Ist nicht so your. Wie wird der ausgesprochen? Ist der nicht von Neonet geflohen? Die KI? Oder war das von Aztec? Also, ich sag mal so. Ist mir jetzt egal. Urbs hat inzwischen so viel Daten gefressen, so viele Rezepte, dass er in den Dateien deines Zollkukas wie sich viel zu gut verstecken kann für die lächerliche Technologie, die Freya, die auf diesen Kuker gespielt hat. Nämlich das neueste Neonet-Update. Denn das Update von Neonet ist besser als den Scheiß, den du drauf hattest. Denkst du, kannst ja einfach irgendwelche Aztec-Software auf dem Kuker haben? Nee, Freundchen, Neonet. Der kommt von Neonet übrigens. Also, okay. Muss mir noch überlegen, ob ich das so haben will, aber unabhängig davon, ja, sie hat aufgeräumt. Jetzt nicht so, das dass du über die Möbel lecken könntest, wie so ein Perversling, aber so ein bisschen. In der Tat sieht es so aus, als wäre sie öfter hier gewesen, als bei sich hier. Als verspielt. Ja, dann schaue ich ganz fix nach, ob es denn hier was zu essen gibt, ob das halt noch haltbar ist, etc. etc. Und sonst mache ich mir eine Einkaufsliste mit den wichtigsten Sachen. Sie hat auf jeden Fall eingekauft, wenn du nämlich irgendwann kommst. Sie weiß ja nicht, wann du kommst und ob du dann nach Hause fährst, dann muss ja für dich quasi schon eine Stärkung parat sein. Das heißt, da sind ein paar deiner artifiziellen, bitte, Lieblingsspeisen schon vorhanden. Was du an Fleisch im Kühlschrank hattest, ist vermutlich ein bisschen alt jetzt. Ne? Das ist klar. Okay. Außerdem solltest du nochmal überlegen, ob du nochmal Fleisch zubereiten willst. Ich glaube nicht. Ich bin darin so gut. Habe ich gesehen. Ohne Würmer und so. So gut. Ich nehme den Patzer. Hallo, ich brauchte das Edge, wie man besser nachher gemerkt hat. Besser ein Patzer ist ein Nicht-Erfolg, Junge. Ich brauchte das Edge noch. Ja, deswegen hast du dir auch eingeschissen. Hä? Ist alles gut? Ja. Ich kann damit leben. Ich kann damit noch viel besser leben. Sehr gut. Wie gesagt, ich mache mir quasi eine Einkaufsliste, was ich so brauche. Das ist ja nicht allzu viel. Das ist wirklich nicht allzu viel, denn allzu viel kannst du dir gerade sowieso nicht leisten. Richtig, ich bin hochverschuldet, ich weiß das. Ja. Und du konntest ja den Montag jetzt nicht arbeiten gehen. Den Monat. Ja. Ist alles ein bisschen eng gerade. Jojo bringt dir bestimmt was zu essen vorbei. Aber du brauchst nichts. Ja. Also dann schreibe ich quasi beide Mädels an, dass ich wieder da bin. Natürlich auf persönliche Art und Weise. Also sprich, Jojo kriegt ein Moin, bin wieder zu Hause. Mir geht's gut. Und Freya kriegt halt ein bisschen längeren Text von wegen, wieder da, mir geht's noch nicht so hundertprozentig, danke fürs auf die Wohnung aufpassen, und so weiter und so fort. Halt, ne? Von wegen, vermisst sie und wäre schön, wenn sie dann irgendwann Zeit hätte, quasi. Jojo, war dich übrigens relativ oft besuchen. Yay. Also die war fast jeden Tag da. Wow, voll freundlich. Zumindest mal irgendwie für eine halbe Stunde oder sowas. Die war auch zwischendurch mal länger da, aber nicht jeden Tag, aber sie war ziemlich oft da.
Na gut, dann weißt du, dass ich entlassen wurde heute. Ja, das wird sie vermutlich wissen. Ich wollte es nur sagen, also sie war wirklich sehr, sehr aufgeregt. Das ist so freundlich von dir. Zu lieb. Naja, die kennen sie ja jetzt gut genug. Außerdem sind wir jetzt ja Milzbrüder, ne? Genau, wir sind Milz Brothers. Sehr gut. Gut. Milz Brothers müssen zusammenhalten. Genau. Denn wir alle haben was Wichtiges in unserem Leben verloren. Für die einen wichtiger als für die anderen. Zum Beispiel für Kaban wichtiger. Ja, durchaus. Ja. Oh, Scheiß. Joes Immunsystem war eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, du musst jetzt auch ein bisschen mehr aufpassen, aber es ist nicht so wie bei Kaban. Ja. Der sich jeden Arschvirus einzeln einfängt. Danke. Es sind ja auch nur bestimmte Stämme, die irgendwie problematisch sind. Bestimmte Bakterienstämme. Ich wollte gerade schon sagen, immer dieses scheiß Eingeborenen. Was? Ja, immer diese scheiß Eingeborenen. Du fängst dir jeden Arschstamm ein und du denkst erstmal an Jo! Salmonella Königsstuhl. Königsstuhl? Oh, wie gut ist das denn? Hab ich dir das noch nie erzählt? Es gibt tatsächlich einen Salmonellenstamm, der so heißt, innerhalb dieser zigtausend Salmonellenstämme. Ich hab am Boden gelegen, als ich das zum ersten Mal gelesen hab. Scheißen wie Ludwig der 16. Junge. wunderbar. Man sollte eigentlich in seiner Toilette, sollte man einen Teil der Schüssel innen rot bestreichen. Dann hat man auch immer Königsstuhl, da wird extra der rote Teppich ausgelegt. Das müsste man eigentlich echt mal machen. So, du hast die beiden angeschrieben. Ja, Freya hat offenbar noch ihr Privatcomlink noch nicht an, also soll offensichtlich noch arbeiten. Oder bei einem anderen. Na, das glaube ich nicht. Monat ist eine lange Zeit. Schon. Aber ich vertraue ihr da. So. Von Jojo kommt es zurück. Jo, alles easy, wenn was ist, sagst du Bescheid. Jo, bräuchte nur bald mal einen Job. So wie du jetzt rumliegst, kriegst du garantiert keinen Job. Ich weiß. Wird eng hier. Bitte? Wird aber eng hier. Dann sagst du Bescheid und dann kriegst du für den Monat noch was. Das ist kein Problem. Okay, danke. Wie viel brauchst du denn? Spieler, wie viel brauche ich, um diesen Monat zu überleben? Na, normalerweise so 2.000. Ich sehe gerade, ihr habt auch noch 1.5 in der Gruppenkasse, ne? Eben, wir haben auch noch insgesamt 3.000 in der Gruppenkasse. Also so ist es nicht. Aber also 1.5 wieder, meinte ich ja. Genau, aber Jojo kann dir halt auch noch Geld geben. Jojo hat noch 9.000? Nein, da steht auch in Klammern hinter, wie viel sie Kaban schuldet. Naja, minus 4,8 ist jetzt schon okay. Genau. Jojo hat noch mehr als 3.000? Ja. Wir haben relativ viel aus dem ganzen Kram mit der Hackerin rausbekommen. Ich weiß, dass ihr da so viel hattet. Ich dachte nur, du hast auch irgendwas gekauft. Ich habe eine ganze Menge Geld für Karma ausgegeben und ich habe mir auch Technik-Schnickschnack und so ein Shit gekauft, aber... Und du hast immer noch, nachdem du Kaban 4,8 gegeben hast, 4,175. Na, ich durfte damals nicht so viel Geld für Karma ausgeben, deswegen hatte ich noch so viel übrig. Siehst mal, wie ich vorausplane. Wusste, Kaban braucht das, ne? Das wusste ich, klar. Da kann ich dich ja weiter ausnehmen, das ist ja sehr gut. Da habe ich ja gar nicht so ein schlechtes Gewissen. Nee, brauchst du nicht haben. Ja, das ist ja 4.800 bei Jojo Schulden, ey. Gott. Ist der komplette nächste Run. Naja. Ja, also wie gesagt, sag mal, was du brauchst, ich kann dir auch noch ein Tausender geben oder so. Ja, wir schauen mal, also, ne, bald Miete fertig und so weiter und so fort, kennst du ja. Sagst du dann Bescheid? Mhm. Es ist nur für mich einfacher zu rechnen, wenn ich dir direkt Betrag gebe, als wenn ich dir immer Kleckerbeträge gebe. Ja, die du dann im Laufe des Monats brauchst, weißt du, darum geht's mir. Ja, nee, ich muss nur, also momentan habe ich noch 900 auf der Kante, quasi, von den 4.800, die ich von mir, von denen ich schon geliehen habe. Und, naja. Alles gut. Die erste Zeit komme ich damit wohl hin. Ja, dann Ich kann die 800, fällt mir gerade auf, auch einfach aus der Gruppenkasse mir zurücknehmen. Ist eigentlich, die Gruppenkasse war doch genau dafür gedacht.
eigentlich für Arztkosten. Das ist richtig, ja. Da ging ich zwar noch damals davon aus, dass es die ja für dich ist, aber... Ja, dann streichen wir jetzt die 800 von der Liste, dann sind es nur 4K und die 800 gehen in die, aus der Gruppenkasse. Dafür haben wir ja die Gruppenkasse. Ich bin so reich. Das heißt, nur fiel mir so gerade ein. Das ist doch quasi unsere Krankenversicherung. Ja, richtig. Die Keksdose. Genau. Machen wir so. Sonst ist ja irgendwie sinnlos. Richtig. Gut. Und was gibt's bei dir Neues? Nix. Gerade. Ich nehme an, die telefonieren oder Jojo kommt vorbei. Na, bisher habt ihr Nachrichten geschrieben und das ging alles noch in Nachrichten rein. Ja. Also wenn du jetzt gesprächig bist, komm von ihr, dann komm ich lieber vorbei. Ja, ich hab nicht viel zu tun und im Fernsehen läuft auch nichts Gutes. Juti. Bring Bier mit. Bist du dir sicher, dass du jetzt Bier haben willst? Nee. Schmerzmittelkönig. Ich darf auch keines, aber das ist egal. Ich hab immer noch Schmerzen, das muss viel mehr knallen, Junge. Bring dir Malzbier mit. Yay. Weil wie war das? Bring mir eine Cola mit? Das kann ich ja auch machen. Was fehlte denn immer? Cola? Fanta? Was war's? Fanta fehlte immer. Ah, Fanta fehlte. Gott, ist das lang her. Jo, Team ist gleich. So, Jojo, irgendwann... Nein, Jojo hat ja einen Schlüssel. Sie kommt irgendwann einfach rein. Upp. Stellt dir eine Flasche Malzbier neben die... Wo auch immer du bist. Couch. Schmeckt noch besser als echtes Bier. Yay, es liegt an den ganzen Zusatzstoffen. Geschmacksverstärker. Na, das ist ja in echtem Bier auch drin, aber das schmeckt noch besser. Das weiß ich, aber das liegt an den ganzen guten Zusatzstoffen halt. Es ist völlig egal, es schmeckt. Eben. So, warst du, lagst du, wenn du jetzt im Bett liegst, dann sitzt Jojo im Schneidersitz auf dem Bett. Nee, ich liege auf der Couch. Dann sitzt Jojo im Schneidersitz auf dem Sessel. Schön, schön, schön. Warum im Schneidersitz? Einfach so. Okay. Püppchen sitzen immer so da. Ja, das stimmt allerdings. Komischen Püppchen. Was? Hä? Was hast du gesagt? Nee, keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwas Komisches verstanden, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. So, bei mir gibt's nicht viel Neues. Die letzten Wochen waren verhältnismäßig ereignislos. Ich hatte wieder Zeit, in der Werkstatt rumzubasteln, aber ansonsten... Gab's irgendwas Cooles dabei, oder? Nö, nicht wirklich. Das Übliche. Außer, dass einer meiner Nichten jetzt sitzen kann. Ui. Kurz. Vor so einem Feld. Sehr schön. Und dann quäkt sie. Ja, gut, das sind Kinder. Weil sie umfällt. Und eigentlich kann sie auch noch nicht sitzen. Eigentlich bildet Blatt sich nur ein, dass sie sitzen kann. Okay. Gibt's schon irgendwie Pläne oder wie auch immer, was man macht, wenn die mit ihren Plänen durch sind? Wenn wer oder mit welchen Plänen, hä? Die Pläne in der... Guckst du Nachrichten? Bestimmt, oder? Ja, natürlich guck ich auch mal. Meinst du Aztec? Mhm. Ach so, ne, die sind jetzt aktuell schon dabei, die Leute zusammenzutreiben und die Grenzen dicht zu machen. Shit. Na, wieso shit? Dich betrifft es doch nicht. Ja, jetzt nicht, aber das hört sich doch an, als wenn da irgendwelche Jobs zu erledigen wären. Prinzipiell ja, aber... Und wenn wir da mal rein müssen, müssen wir schon wissen, wo wir lang müssen. Naja, also bei so ein paar, ich bin mir noch nicht sicher, wie das jetzt gerade alles läuft. Mit ein paar von den Leuten da in den Gebieten haben wir auch zu tun, das ist halt ein bisschen scheiße, aber müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ich werde das schon rauskriegen. Es sind auch nicht alle D-Gebiete für uns relevant, sag ich mal. Also für uns hier, ne? Sie zeigt zwischen dir und ihr hin und her. Naja, ist klar. Was für uns wichtig ist, vermutlich, ist eher das D-Gebiet in Donskoi. Mhm. Je nachdem, wo wir halt rumflitzen, aber müssen wir mal sehen. Das werden wir dann sehen. Das wird auf jeden Fall ein Spaß.
Da wird sich schon irgendwas ergeben. Ich meine, die werden eine gewisse... müssen auch irgendwie hin und her kommen und so weiter. Wir werden mal einfach sehen. Aktuell können wir eh nichts machen. Wege findet man immer, aber es ist... Hätte vielleicht gedacht, dass ihr schon etwas gehört hattet. Nee, dadurch, dass das jetzt gerade alles noch so im Umbruch ist und das Arzt, der gerade völlig ausrastet, halten wir uns da auch raus, weil... Rabotnik rastet viel mehr aus. Und weil Rabotnik ausrastet. Halten wir uns da viel mehr raus, also... Okay. Denn müssen wir gucken. Wenn das sich irgendwie ein bisschen eingependelt hat, dann ist sowas immer leichter. Wenn die irgendwie ihren ersten, keine Ahnung, was das ist, Hormonschub hinter sich haben und keine Ahnung, und dann irgendwie noch nicht so richtig wissen, wie es jetzt läuft und sich das noch nicht eingependelt hat in der Zeit, ist eigentlich immer die beste Zeit, um irgendwelche Kanäle zu organisieren. Stimmt. Von dem, was du bisher gesehen hast, weil, verdammt, das Gebiet grenzt übrigens direkt an so ein Teil. Ich weiß. An eine Schutzzone. Es gibt keine D-Gebiete mehr, nur Schutzzonen. Das ist so politisch korrekt. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. PC Mayor. Bisher supergeil auf. Ja, bis jetzt. Also da ist es schon so, dass du da auch einfach gerade nicht in die Nähe gehst. Ja, gucken. Wie gesagt, wenn die ihren ersten Hormonschub hinter sich haben. Und wie stellen die sich das vor, dass sie da drin die Ordnung aufrechthalten können? Das werden die nicht machen. Ja, das ist mir irgendwie auch schon bewusst, aber... Die müssen keine Ordnung auf sich erhalten. Das regelt sich doch von alleine da drin. Oh Gott, das wird richtig alle Leute, die da jetzt drin sitzen, die werden sich vermutlich eine komplett eigene Hackordnung da drin aufbauen und dann... Das ist eine Subkultur oder eine eigene Kultur in der Stadt, die sich da bildet. Die hat vermutlich auch nicht mehr viel mit dem zu tun, was dann draußen passiert. Oh, scheiße. Naja, ich sag mal, die können wir jetzt erstmal vergessen, die D-Gebiete. Das Einzige, wo wir vielleicht noch gucken können, ist Joffrino. Aber dafür muss ich wieder fitter werden. Naja, mal gucken. Ja, das Ganze ist ja nicht so ganz gut abgelaufen. Ja. Schauen wir mal, was die Zeit so bringt. Jo. Diese Schmerzmittel sind scheiße. Was ist? Die Schmerzmittel. Wieso sind die scheiße? Ah, die knocken mich völlig aus. Ach so, ja. Aber na gut. Was soll man machen, nicht wahr? Ist nun mal so scheiße gelaufen. Ja. Das ist nicht so, als wüsste ich nicht, wie das ist. Das stimmt wohl. Wenigstens muss ich mich diesmal nicht mit deinem Bruder prügeln. Wieso solltest du dich auch mit meinem Bruder prügeln müssen? Ja, letztes Mal, wenn ich ins Krankenhaus wollte, habe ich mich immer mit ihm prügeln müssen. Ja, weil du dich zwischendurch auch immer aufführst wie ein Affe. Ach, ach, ach. So, das Talent hast du schon. Das Biskin. Naja, du weißt einfach noch nicht, wann es Zeit ist, den Schwanz auch einfach mal stecken zu lassen. Ja. Ist so. Ja. Jetzt musst du gar nicht so genervt sein. Fräulein Gangboss. Schwester. Was willst du mir denn jetzt unterstellen, ne? Nix. Ist vielleicht auch besser ich, so. Ich würde dir niemals etwas unterstellen. Nein. Wo können wir denn da hin? Ich weiß nicht. Siehst du? Ich, armer, kleiner, invalide. Oh, pat, pat, pat. Sie tätschelt dir den Kopf. Pat nicht zu doll, das könnte wehtun. Was? Ja, da wurde ich nicht angeschossen, aber... Das kann so wenig tun. Ja, das tut nicht viel tun, ganz ist klar. Ich sagte, das kann so wenig tun. Da oben. Ach so. Auf dem Dickschädel. Mhm. Ist okay. Was? Ach komm, ich will dich doch nur ärgern. Schön. Was ist eigentlich genau passiert? Das hast du mir bis jetzt noch nicht erzählt. Ja, ich lag ja auch mehr oder weniger im Krankenhaus, nicht wahr? Ja. Yep.
Naja, ich habe die halt ausgeschwält und naja, die haben mich halt entdeckt. Okay. Das war schlecht. Dann sind die hinter mir her und eine Drohne, glaube ich, hat mich gefunden. Du lügst, Kaban. Moment mal, das war... Die haben mich entdeckt, ist eine Lüge. Ich habe auf sie geschossen. Also ich meine, ob sie sagt, du lügst oder du hast gerade 80% weggelassen, ist ja nun das Gleiche. Ich lüge nicht, ich habe nur vielleicht das nur eine 80, oder andere... Nur 80-90% weggelassen. Nicht mal das, also, die Größe habe ich erzählt. Nee, meiner, der Großteil war, dass du angefangen hast, auf die zu schießen. Na, das waren nur zwei kleine Handlungen. Danach war das nicht länger. Also zwei schwerwiegende Handlungen. Ja, die Initialhandlungen halt, aber das Größte stimmt, soweit ich das weiß. Ich war vielleicht nicht ganz so sneaky, wie ich hätte sein sollen. Jetzt kommen wir der Sache näher. Was heißt nicht ganz so... Ist egal, du musst es mir auch nicht erzählen, Kaban. Ich wollte es nur wissen. Vielleicht habe ich als Erster geschossen. Du hast als Erster geschossen. Weißt du, was das Befriedigende an der ganzen Sache ist? Hm? Dass ich nicht die Einzige bin, die so einen Scheiß macht. Ja, es war auf jeden Fall nicht sehr schlau. Ja, das habe ich an den Reaktionen gesehen. Also vielmehr sehr viel später vermutlich, keine Ahnung. Du scheinst ja noch relativ weit weggekommen zu sein. Ja, das ist, die hatten wohl relativ gute, also die haben irgendwie so Überwachungsdrohnen gehabt im Boden, die dann hochkamen und mich direkt erfasst haben, mehr oder weniger, glaube ich. Deswegen kam ich nicht mehr weg von denen, vernünftig. Okay. Keine Ahnung, ich habe nur irgendwann mitgekriegt, dass da ein ganzer Trupp irgendwie, Trupp weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, aber es waren schon einige. Ich habe mir währenddessen die Filmaufnahmen angeguckt. Was sind das für Drohnen genau gewesen, die da auf dem Boden rauskamen? Wieso denkst du, dass du noch Filmaufnahmen hast? Wo sollen die denn sonst denn sein? Na, die speichert man ja auf seinem Comlink, ne? Und dein Comlink war halt ziemlich leer, nachdem Blumi das wieder eingesammelt hatte. Ha. Mist. Ich meine, die hatten ziemlich viel Zeit mit deiner Leiche. Hast du eigentlich mal geguckt, ob du noch Jungfrau bist? Ich meine, dein Popo das... hat ja hier blutet, aber wir wissen ja nicht genau, was da so passiert ist. Doch, das wissen wir ganz genau. Ach so. Na Juti. Solche Dinge passieren nicht. Ach so, nee, das ist okay. Aber dein Comlink ist leer. Echt? Nichts. Also ich würde ja gerne Bilder davon zeigen, aber die haben meinen Comlink halt komplett leer gemacht. Okay. Mit allen Kontaktdaten. Nee, nur der. Die Aufnahme lief ja noch, weil du warst ja, ne? Die Augen haben ja weiter aufgenommen, theoretisch. Also nehme ich an, die haben ja irgendwie den temporären Augenspeicher nur gekillt, weil es viel schneller geht. Okay. U-Team. Naja, keine Ahnung, ich habe nur irgendwann mitgekriegt, dass da ein ganzer Trupp irgendwie entlang und ich habe Schüsse gehört und dann kamen die Typen und dann dachte ich, okay, weißt du was, ich konnte dich nicht erreichen und ich guck mal besser, dass ich wegkomme. Gute Entscheidung. Und geh dich dann hinterher mal suchen. Hat gut geklappt. Ja, hat auch gut geklappt. Ja, ich hatte mich in einem der Verstecke versteckt, aber die waren anscheinend doch nicht so gut, wie ich dachte. Ne, ich bin einfach zurück. Also ich habe auch, ich glaube, deine HK habe ich nicht mehr mit. Ne, die habe ich nicht mehr mitgenommen. Ich habe nur den Technikrucksack mitgenommen, weil der sowieso schon zusammengepackt war. Und der ganze Kram ist wohl zu schwer. Ja, ist klar. Also ich habe erstmal nur den Technikrucksack eingesammelt, aber das ist eigentlich auch soweit alles heile geblieben. Mein Scharfschützengewehr, hatte ich das noch mit? Habe ich das noch? Das hast du mitgenommen, das haben wir mitgenommen, weil das in einem Gurt um deinen Körper hing. Ah, sehr gut. Deine Knarre habe ich auch noch. Übrigens, dein Gewehr. Ah, da ist es. Sehr gut. Ja, das ist bei mir. Ich habe sauber gemacht.
Sehr freundlich. War und repariert. Bisschen... Oh. Was war denn daran kaputt? Naja, es war einfach völlig versaut. Naja, und du warst klar, in dem übelsten Kugelhagel. Ach, ja gut. Das hat halt auch ein bisschen was abgekriegt. Hm. Wahrscheinlich das Visier, ne? Ja. Die Dinge sind auch scheißen anfällig, muss man gestehen. Das war leicht verzogen und also ein Krams, aber ich habe sauber gemacht, repariert und jetzt wieder justiert und gewartet. Und sollte, also es funktioniert wieder, ich habe es getestet. Sorry, aber kannst du mit dem Ding schießen? Nee, ich kann nicht mit Gewehren umgehen, Kabern. Nein, ich meine, das Ding ist schon ein bisschen größer als deine normalen. Das ist auch nur ein Gewehr. Funktioniert genauso. Na gut. Ja gut, mit der dicken Sturmschrotflinte rennst du ja auch um. Richtig. Obwohl, die ist, glaube ich, ein bisschen besser gepolstert, oder? Ja, die ist ein bisschen, ja, das geht so. Sie ist schon ein bisschen... Ich habe schon ein bisschen was daran gemacht, aber... Das geht. Sehr gut. Naja, dann erstmal danke dafür. Kein Ding. Und danke fürs Leben retten. Wenn ich das noch nicht gesagt habe. Naja, quid pro quo, ne? Ja, aber ich wollte mir dieses eigentlich auf eine andere Gelegenheit aufsparen. Tja, scheiße, würde ich sagen. Ja, passiert. Ja. Man kann sich sein Todesurteil nicht aussuchen. Nee. Kann man in der Tat nicht. Egal. Richtig. So, genau. Gibt's sonst noch irgendwas, was du wissen solltest? Nee, ich glaube nicht. Nee. Gibt's nicht. Außer, dass deine Freundin mich ein paar Mal genervt hat, aber... Ja, das hast du mir schon bereits erzählt. Ja. Ich hab sie angeschrieben und ihr gesagt, dass ich jetzt wieder da bin und dass es mir gut geht. Lügner. Im Prinzip geht's mir gut. So im Vergleich zu Wochen. Ja, du siehst wirklich so aus. Aber dann kann sie sich wenigstens noch um dich kümmern. Ja, mal gucken. Wenn sie nett ist, zieht sie ein Krankenschwester-Outfit an. Oh. Ich glaube, also das wird noch ein bisschen schwierig. Aber. Oder ein Krankenschwester-Strip-Outfit. Vom Gucken ist noch niemand gestorben. Das ist richtig. Das stimmt wohl. Oh, naja. Gott. Ich meine, ich kann ja auch eine Stripperin vorbeischicken, also kein Problem, aber... Nee, ich bleib dann doch bei Freya. Du bleibst dann doch bei Freya, Mensch. Ja, doch, doch. Ich wusste nicht, dass du so eine treue Seele bist. Ich war schon immer treu und ergeben. Du warst schon immer treu und ergeben. Alter Verwalter. Tja. Merkst du mal, was du verpasst hast? Wieso, was ich verpasst habe? Ja, keine Ahnung. Was schwingst du denn jetzt hier für Reden? Ah, sehr schön. Sollte ich da was wissen? Nein. Gut. Das war nur ein dummer Spruch. Gott. Ich würde ja sagen, wir müssen das mal unbedingt wiederholen mit dem Campen fahren, aber das lassen wir lieber erstmal noch eine Weile. Ja, vielleicht besser. Können irgendwann mal auf ein Festival fahren. Oh ja. Nächsten Sommer. Wenn ich dann wieder fit bin, ja. Ja, nächsten Sommer wirst du ja wohl wieder fit sein. Ich denke. Das klang jetzt aber sehr... Ich muss ein bisschen üben für Freya. Ich denke... Oh. Du musst für Freya üben. Leiden zu klingen, oder was? Ein bisschen. Warum das denn? Na, aber da wird das andere vielleicht nicht so schlimm. Welches andere? Nee, irgendwas muss ich ja erzählen. Ich glaube nicht, dass ihr mir das glaubt, oder? Wie gesagt, du solltest dir langsam aber sicher überlegen, ihr eine andere Story aufzutischen, weil das wird so nicht funktionieren. Ja, die fragt nach. Die fragt jetzt schon nach. Die darf nicht fragen. Das kommt raus, wenn sie sich öffnet, wenn sie sich wirklich informiert. Das lass es dir gesagt sein. Eben, eben.
Also die Nummer mit dem illegalen Jäger finde ich eigentlich schon nicht schlecht. Damit kannst du ziemlich viel erklären. Das stimmt. Und das ist jetzt nicht so schlimm, dass irgendwas passiert. Aber das hatten wir ja schon. Ich meine, meine Argumentation habe ich dir ja schon dargelegt. Ja, sie war zum... das war erschöpfend. Ja, das war super. Also, genau. Und von deinem Kumpel, also von meiner Aktion habe ich dir ja auch schon erzählt. Ja, ist richtig. Ne? Übrigens, cool gemacht, muss man sagen. Naja, irgendwer musste ja den Arsch retten. Ja. Wenn ich das schon nicht direkt kann, dann wenigstens indirekt. Sehr schön. Naja, irgendwas musste man der ja erzählen, außerdem hat die mich tot genervt. Sie ist sehr besorgt. Also sie hätte es getan, ja. Das zeigt ja auch nur, dass sie ein bisschen Interesse hat. Das ist doch schön. Ja, an dir. Aber an mir nicht. Na, du findest auch noch den richtigen. Ich meinte das jetzt nicht, Kaban. Naja, das klang gerade schon irgendwie ein bisschen komisch. Das musst du zugeben. Ja, stimmt. Aber für eine Weile. Was für eine Weile? Kann man das mal so machen? Hä? Und? Ich verstehe gerade gar nicht, was du mir dann erzählen willst. Dann habe ich auch das nicht verstanden, was du wolltest. Das ist super. Haben wir aneinander vorbeigeredet. Na, weil du sagtest, du findest auch noch den richtigen. Das klänge so, als wäre ich fürchterlich verzweifelt. Bist du nicht? Okay. Nee. Das ist super. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber... Eigentlich müsste ich dir allein für diese Aussage eine reinhauen. Nun, normalerweise... Ja, eine reinhauen, das meinte ich nicht, das ist falsch, aber... keine Ahnung, dich dafür auslachen oder so. Nochmal einen Gehirnscan machen lassen. Ich muss gerade überlegen, ob ich Uti das wusste mit deinem Freund. Ich glaube, Uti, im Charakter weiß ich das gar nicht. Was? Welchen? Ja, den letzten. Nee, das weißt du in Time nicht. Sie hat eigentlich mit dir noch nie über irgendeinen Kerl gesprochen. Noch und in der Gang, falls du so vorbeigekommen bist, mal, warst du ab und zu mal da, wird darüber auch nicht gesprochen. Richtig, also, von daher kann der ja gar nicht... Aber es ist ein glücklicher Zufall, bevor du nochmal was von dem Richtigen erzählst. Ja. Dem einen, dass dein Comlink-Jara pappelt und Dr. Grenzer dran ist. So. Weiß ich, wie er sich bei der guten Dame vorgestellt hat? Bei Freya? Nö. Colonel Doc, keine Ahnung, Alter. Das scheitert schon daran, dass ich die ganzen richtigen Militärbezeichnungen-Ränge nicht kenne. Verdammt, sonst würde ich ihm kurz einmal ganz fix Jojo fragen, wie er sich denn vorgestellt hat. Haha. Leider war sie ja nur auch nicht dabei. Na gut. Dann, guten Tag, Colonel. Guten Tag. Lass mal stecken. Du bist raus, habe ich gehört. Ja, bin ich. Junge, Junge, Junge. Na dann Glückwunsch. Danke. Und danke für die Cover-Story. Also ich hab's ja nicht gern gemacht, aber einer muss ja und ich hab's ja auch gern gemacht. Für dich natürlich als Freund, ne? Super. Ich weiß ich ja, wie es ist. Ich hätte dir auch gerne ein Bier einladen, aber... Hab jetzt eh keine Zeit, aber... Weißt du, ich hätte auch gern jemanden gehabt, der bei meiner Ehefrau da mal ein bisschen... ab und zu mir den Rücken deckt. Aber deswegen weiß ich auch, wie sehr man das braucht als Mann. Ist hilfreich, auf jeden Fall. Du machst ja keine Vorstellung, wie hilfreich das ist. Der hatte heute noch eine Sitzung. Nee, das haben sie falsch gesehen. Der war nicht in dem Bordell. Der war da nicht. Hier hat er sich ausgelockt, sehen sie, da war er noch da. Ja, ja. Immer meiner. Egal was es ist, ich habe doch Verständnis. Super. Top-Sache. Wie geht's denn jetzt? Wie geht's denn mir? Naja, wie es einem halt so geht, so nach so einer Aktion. Nicht so besonders. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Das werden wir jetzt hier aber sicherlich auch nicht breitreten, aber... Du meinst also richtig scheiße.
Oh, ein bisschen. Ich bin auf jeden Fall noch eine Weile nicht in der Lage, Alkohol zu konsumieren. Oha. Oha, richtig. Das klingt nach einer harten Ansage. Haben Sie die Leber rausgeschnitten? Nee, nicht wirklich. Zum Glück nicht. Also, dann hätte es mich direkt am nächsten Baum gefunden. Also, ich meine, ohne Saufen, das geht ja gar nicht. Ich glaube, da wärst du auch einfach so gestorben, aber davon mal abgesehen. naja. Ich habe gehört, manche Organe braucht man tatsächlich. Ja, aber so ein Leber. Naja, also, du bist raus. Dir geht's immer noch scheiße, aber sobald es dir besser geht, kriegst du meine ausgegeben. Okay, verstehe ich natürlich. Sehr cool. Brauchst du jetzt noch was für die Torte? Nee. Nee, da muss ich das noch ein bisschen mit erklären. Ja. Also ich habe irgendwie so eine Verschlusssache gemacht und wer nachfragt, wird erschossen, so ungefähr, weißt du? Hm? Also so nicht, aber nach dem Motto. Und super, ich hatte keine Ahnung, wo ihr wart, deswegen habe ich das natürlich nicht genau spezifiziert, aber irgendwo im Osten. So. Weil da ist ja auch Krisengebiet und so ein Scheiß. Hm. Das hat Jojo ihm aber auch gesagt, dass sie da in der Nähe beim Krisengebiet waren. Der hatte sie nämlich vorher gefragt. Also im Westen, da ist ja auch Krisengebiet. Eigentlich ist überall Krisengebiet. Ich habe gesagt, Krisen, natürlich überall. Wieder in der Ehekatastrophe ist fürchterlich ausgeartet. Genau. Und so und halt, ja. Ich hab dich jetzt nicht als übelsten Vaterlandshelden hingestellt, sondern als irgend so ein Depp, der irgendwo hingegangen ist, wo nicht hätte hingehen sollen. Was aber vorher keiner wusste, dass man das nicht, also, ne? So. Das klingt schon gut. Das passt. Mm. So gut. Ist ja eigentlich klar, was da mit zur Sprache kam. Ist es dir natürlich nicht, du warst ja nicht dabei, aber das so eine rhetorische Frage zwischen euch muss ja mal sein, also. Ja. Pass mal auf. Sie hat natürlich gefragt, ob die Chance besteht in deinem alltäglichen Beruf, dass sowas nochmal passiert. Habe ich gesagt, nee, aber auszuschließen ist nichts. So, leben wir in gefährlichen Zeiten. Dann hat sie gesagt, okay, aber sehr übelst kacke, dass ich überhaupt keine Infos kriege und so. Und habe ich gesagt, ja. Bla 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 bla. Familie bla 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 bla. Aber was wäre denn, wenn wir verheiratet wären, hat sie gesagt. Hat sie nicht gefragt. Hat sie gefragt. Da habe ich gesagt, das würde ja auch nichts ändern. Dann hat sie gesagt, okay. Also ich arbeite da wirklich deutlich aus. Kaber, die Frau denkt praktisch. Das ist was Gutes. Das ist nicht die große Liebe, wegen der man heiratet, sondern die will kriegen, was sie will. Deswegen hat sie dran gedacht, das was Gutes, meiner soll sich freuen. Und da sie ja dadurch nicht ändert, hm? Geht sie auch nicht ändern. Und Leonids Heiratspolitik sowieso eher fraglich ist. Hm. Ne? Sehr gut. Hm, ausgezeichnet. Das kann nicht jeder denselben Fehler machen wie du, sagst du. Hehehehe. Ich bin glücklich verheiratet und das seit vielen Jahren. Okay. Man kann das Glück ja aber trotzdem außerhalb der Ehe noch steigern. Ja, das ist richtig. Und damit man das immer durchhält, so glücklich zu sein, muss man ja auch noch ein paar Bereiche außerhalb der Ehe haben, wo man sich ein bisschen auslassen kann. So. Ich sag ja nur. Ich wollte dir das alles mitteilen, weil ansonsten war auch nichts. Den Rest müsst ihr ja auch hier die Kleiner, die muss sie das ja mitgeteilt haben, den Rest. Ja, ach, du, ja, du, ich weiß, wie du meinst, ja. Ote, ihr hattet euch als, also die hat sich als Jojo vorgestellt, auch gerade auf Kamerads Geburtstag. Ja, aber er hat jedes Mal deinen Namen bisher vergessen. Denkst du, das werde ich nicht beibehalten? Doch, ah, okay. Das meinte nur Ehe Kaban. Angst hat, darauf, so, okay, das wollte okay. Ich das vermeiden. Ich war mir nämlich gerade sicher, ob sie den richtigen haben. Doch, spätestens auf deinem Geburtstag und auch vorher beim allerersten Mal und auch schon. Nachher, wobei okay, dann Geburtstag hat er natürlich gesagt, dass er Jojo meinte. Naja. Naja, genau. Die so nett war, kam an den Arsch zu retten. Hey, also hey. Bei Freya. Ah, ja. Das meine ich. Ja, the one and only. Für sowas. The one and only, das sollst du aber nicht vorher hören lassen. Für sowas. Ja, ja.
Lass sie das mal hören, das könnte für sehr viel Spaß sorgen. Nee, lieber nicht. Dafür ist mir die kleine. Könnte schon für sehr viel Spaß sorgen, wenn sie eben jetzt nach Hause kommt und sagt, wieso ist die denn hier? Hast du die etwa auch so zeitig angerufen? War das die erste Person, an die du gedacht hast, Carmen? Aber ich bin ja ein netter Spielleiter. Ja, das merkt man jedes Mal wieder. So völlig selbstlos und... Was würden wir ohne dich tun? Spaß haben. Wahrscheinlich. Ja, eine Menge. Gut. Melde dich, sobald du wieder fit bist und... Ja. Ach so, an der Sache von wegen Grenze hat sich nicht geändert, das ist immer noch ein bisschen kompliziert, wobei es ein bisschen besser wird, weil die jetzt ihre Leute erstmal ein bisschen woanders brauchen, ne? Die ja, Räume werden ein bisschen gehört, größer. Das wird alles ein bisschen seltsam. Bist du dann auch innerstädtisch eingesetzt oder bist du immer noch nur außerstädtisch? Ich nicht und du verstehst das falsch. Was dort passiert, ist, dass die bauen dort keine Grenze hin. Die bauen dort einen antiproletarischen Schutzwall hin. Das heißt, du könntest theoretisch von außen rein. Also das wäre fast machbar. Aber kommst halt nicht mehr raus. Wer dort zu nah an die Mauer kommt, der wird vermutlich einfach weggehobelt. Und Aztec schießt nicht mit Gel. Ach du Scheiße. Naja, das ist eine Sicherheitszone. Oh Gott, das wird ja immer witziger. Also so ungefähr, glaube ich, ist das geplant. Vielleicht wird es dann irgendwann so Transporte geben, damit sie so richtig, richtig... Also ich meine, irgendwie dort drin muss es ja Minimalarbeit geben. Da muss ja irgendwie Geld reinkommen. Das heißt, sie werden da vermutlich so einen richtigen gepanzerten Bus reinstellen. Dann werden da irgendwelche Leute für Arbeiten gesucht, die keiner sonst machen kann, weil sie dich umbringen. Packen die ein paar Laster, kriegen die alle schön einen Chip reingeschossen. Dann fahren die mit denen irgendwo hin, um so irgendwas da halt machen zu lassen. Und dann kommen die da wieder rein. Verstehst du? Super, billige Arbeitssklaven, sehr geil. Na, die billigsten. Also, noch müssen ja Sachen sein, die, wo du auch nicht mal lesen, schreiben, wo du nicht mal Symbole erkennen musst. Richtig gut. Ich weiß es von einem Kumpel in Odessa, da haben sie dann immer haben sie Schrott vom Meer gesammelt, der angespült wurde, oder da haben sie irgendwie Bojen sauber gemacht, geschrubbt per Hand. Und so, und wenn da halt einer von der Boje runtergeflogen ist und ins Wasser, da hast du gedacht, naja, ich weiß, der kann nicht schwimmen, aber wir haben noch genug von denen, fahren wir einfach wieder. Sowas halt in der Richtung wird dann gemacht. Richtig gut. Naja, es löst viele Probleme. Auf jeden Fall bin ich da nicht. Das ist schon mal gut. Eieiei. Das ist ja... Ich frage mich, was die da vorhaben, ey. Das wird ja noch spaßig. Ja, für mich ändert sich jetzt nicht so viel, weil ich wollte da auch vorher nicht hin. Und die Leute, die dort immer gewohnt haben, kamen auch realistisch zwar raus, aber die wurden dann von der Polizei früher oder später eh wieder zurückgeprügelt. Ja, klar, natürlich, aber ich meine jetzt, ne? Ja, du darfst im Pedalog nicht mehr so oft da in der Nähe rumlaufen, sonst denken du gehörst da rein. Ja, eben. Was soll denn der Scheiß? Immer schön Haare kämmen. Oh. Der kam tief. Ich dachte, das hast du mal wieder nötig. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das ist eine sehr praktische und stylische Frisur. Fri was? Stylisch. Praktisch. Ja. Und stylisch. Wenn man auf so einen Eierkopf steht, wie du ihn hast, ist das bestimmt stylisch. Also Freya steht drauf. Sagt sie. Aber wie lange seid ihr zusammen? Ich weiß, das ist nichts, was man weiß, aber das ist vielleicht was du dir mal aufschreiben solltest. Ja, das sollte ich vielleicht wirklich tun. Ich hab mir das aufgeschrieben. Oh. Bestimmt. Letztes Mal haben wir es noch ausdiskutiert und ich habe dann was festgelegt gehabt, das war der 12. Mai. Weil ich habe hier ein paar Dates dastehen noch von euch und das müsste das 3. gewesen sein und nehmen wir mal das 3. als Datum, was er dann genommen hat, was sie dann genommen hat. Zur Feierung von Jubiläen. Mit anderen Worten 4 Monate, ne? Okay. 3. Mai hast du gesagt, ne? 12. habe ich doch gerade gesagt, oder? Oder was habe ich gesagt? 12. Ich merke mir sowas doch nicht. 12. Nee, ist ja auch gerade mal 4 Sekunden her. Ja, aber das ist ein Bullshit-Datum halt.
Ja. Ja. Ich kann mir das zum Glück immer schön in der AR auf meinen Augen einblenden lassen. Ja, natürlich. Und kannst deswegen... du einfach dann Kalender aufmachen, suchen, Bumse, Jubiläum. Und dann ploppt das auf. Das mache ich ganz fix und grinse ihn dann so, ja. Ich weiß genau, an welchem Tag. Also wie lange bist du mit der zusammen? 12.05. Dann ist es natürlich noch zu zeitig, dass sie dir sagt, dass sie sich wünscht, du hättest vielleicht eine andere Frisur. Wir sind schon so viel miteinander durchgegangen, das passt schon, das wird sie nicht sagen, braucht sie nicht sagen. Ihr seid was? Durch so viel durchgegangen. In 4 Monaten? Ja. Ich meine, wir hatten schon ein Doppeldate. Da bist du also durch nichts durchgegangen, sagst du. Also du vielleicht schon, aber sie nicht. Also Moment, meiner. Du denkst doch nicht, das bleibt so. Die wird bestimmt schon mal sagen, ich gehe gern mit dir einkaufen. Und dann sagst du, wieso? Und dann sagt sie, naja, dann kann ich dir auch mal was raussuchen, was dir bestimmt toll steht. Und dann sagst du, boah, ich bin zufrieden. Dann sagt sie, ja, aber wenn wir doch mal ausgehen wollen, dann sagst du, dann nehme ich das hier. Dann sagt sie, andere Sachen würden dir bestimmt auch gut stehen. Du sagst, oh Gott, aber dann ist es schon zu spät. Ja, mal schauen, wie lange ich das noch halten kann. Mal gucken. Ich sag ja nur, überleg dir schon mal, was du für andere trendige Frisuren haben könntest. Keine. Ach, praktisches. Achso. Naja. Wenigstens musst du ja nicht mal die Glatze bohnen. Ja, aber da muss ich Haare kämmen. Und Haare schneiden. Also bei einem Zentimeter musst du dir auch noch keine Haare kämmen. Und der Zeitraum, zwischen dem du das scheren musst, ist dann auch nicht so... Ist eigentlich länger, als wenn du komplett Glatze hast, meiner. Ja, aber dann hinterlasse ich... dann habe ich halt quasi überall Haare und so. Nee, das ist... Nee, bin ich so der Haartyp. Na, Judy. Ja, aber gut, ne? Öfter mal was Neues vielleicht, wenn sie sich dafür entscheidet. erstmal danke für den Call und ne, für die Unterstützung quasi. Alles, meine, alles. Super. Hau rein, werd gesund. Klauf mal bei deiner Leber an. Wenn die zu lange eingerostet lässt, ist immer ein Fehler. Und davon geht's ja auch noch kaputt, habe ich gehört. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn wir mal richtig wieder mal uns treffen und ein Bierchen ziehen. Eben. Bis dahin, Büsern. Jo. Oha. Von wegen, dass die mir eine neue Frisur diktieren wird. Hä? Neue Frisur, was? Freya. Neue Frisur diktieren. Warum sollte sie das machen? Das habe ich mich auch gefragt. Jojo zuckt mit den Schultern. Hast du überhaupt noch Haare? Ja, habe ich. Auf dem Kopf? Ja, auch dort. Weiß ich ja nicht. Ich halte sie nur relativ kurz, damit sie halt nirgendwo hinterlassen bleiben. Hätte ja sein können, dass du schon quasi eine Halbglatze hast oder sowas und dir deshalb die Haare kurz machst. Machen ja einige. Ach, Nonsens. Hä? Ach, Nonsens. Pff. Einfach nur, weil es praktisch ist. Gut. Ist das Wurst. Kannst du ja auch Zöpfe mit pinken Schleifchen flechten, mir ist das egal. Naja. Aber. Ich glaube nicht, dass mir pinke Schleifchen stehen würden. Außerdem müssen dafür die Haare zu lange wachsen und nee. Naja, dafür müssen sie halt wachsen. Also, sehr bestimmt witzig aus. Aber, nee. Dann wirkst du ja gar nicht mehr wie ein hirnloser Schläger. Hallo, ich bin auch so kein hirnloser Schläger. Ich habe sehr viel Mitgefühl und schlage auch gar nicht so häufig. Ja, das weiß ich doch, dass du eigentlich ein verkapptes Weichei bist, aber das sieht man dir nicht unbedingt an. Ich bin doch kein Weichei. Stimmt. Ja. Ich hätte das zu jeder Zeit quasi mit dir jetzt direkt vor der Tür geklärt, aber... Ja. Mein Arzt hat mir das verboten. Ortgeben, der macht dich immer noch. Ich weiß. Ich sag das nur.
Das ist aber auch keine Kunst. Das ist richtig. Ich meine, du wiegst quasi das Dreifache von mir. Das liegt nur an den Sperrenknochen. Mehr als das Dreifache. Wahrscheinlich. Ich habe halt schwere Knochen. Ja, das ist richtig. Und du bist einfach mal einen halben Meter größer als ich. Ja. Doppelt so breit. Du kannst ein bisschen in ein Fitnessstudio gehen. Was kann ich dafür, dass du das vernachlässigst? Kann man, selbst wenn ich 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Fitnessstudio verbringen würde, würde ich nicht mehr wachsen. Das stimmt allerdings. Aber da gibt es Hormone für, habe ich gehört. Aber ich weiß nicht, ob ich das will und ob das so sinnvoll ist. Gibt es da nicht auch was von Dr. Baryshnikov? Nö. Aber das ist auch nicht weiter wild. Ich bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Das stimmt. Außerdem bildest du so ein viel kleineres Ziel. Ich bilde nicht nur ein viel kleineres Ziel, ich habe auch andere Möglichkeiten, um zumindest kurzzeitig dafür zu sorgen, dass ich nicht unbedingt Probleme bekomme. Das ist mir durchaus bewusst. Ich weiß. Ach ja. So, ich werde dich aber auch gleich mal verlassen, damit ich jetzt nicht herumsitze, wenn deine Angebetete nach Hause kommt. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Sonst wäre sie vielleicht etwas eifersüchtig. Warum sollte sie eifersüchtig sein? Sie hat mich einen Monat lang nicht gesehen und dann bist du da, wenn sie mich sieht. Ich weiß nicht. Tja, daran sollte sie sich vielleicht gewöhnen. Das stimmt. Außerdem bin ich doch quasi sowieso ein Kerl. Das hast du doch schon öfter deutlich gemacht. Grinst, als sie das sagt. So, in diesem Sinne. Vogelspinne. Mach's gut. Beide, Fedor. Hallo. Moin. Dach schnicken. Dach. Irgendwie jetzt die Woche, oder was haben wir denn heute für einen Tag, Mann? Heute ist Montag. Ja. Ja, wusste ich. Die Woche. könnt ihr vielleicht nochmal vorbeikommen? Klar. Das wäre Schnaffte. Schnaffte wäre das. Schnaffte. Okay. Klar. Irgendeinen besonderen Tag? Uhrzeit für dich? Wann habt ihr denn Zeit? Ich habe gerade nichts zu tun. Kommt drauf an, wie viel Zeit das Ganze veranschlagt. Maximal ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen so. So, ja, dann ist mir egal. Das kann ich einbringen, wann es passt. Nur wie sagen, morgen. 16 Uhr. Okay, 17 Uhr können wir machen. Top. Gut. Bei dir? Nee. Sondern? Nicht bei mir. Kennt ihr das Neuner? Kennen wir das? Sagt mir das? Leute! Also, au. Wo habt ihr den verdammten Pierce getroffen? In der Billardkneipe. Und was war das für eine Billardkneipe? Das war das Neuner. Ist ja okay. Ey, das, als ob wir dir zuhören würden. Entschuldige bitte, aber das war doch Don, Junge. Ja, da waren wir betrunken und... Hey, niemand war betrunken. Würde niemand Alkohol konsumieren. Dann da. Okay. Super. Bis morgen, alles klar. Gut, dann bis morgen. Piep! Du willst Billard spielen gehen. Du, wenn ich einfach nur irgendwo böse in der Gegend rumstehen muss, ist das völlig in Ordnung. Das kriege ich hin. Wenn es irgendwas anderes wird... Schmerz böse. Wie? Ich kann mir vorstellen, wie böse er guckt. Wenn er sich umdrehen muss, tut ihm schon wieder alles weh und jetzt verzieht das Gesicht. Der böseste von allen.
Richtig. Ich würde sagen, du nimmst dann morgen eine Schmerztablette mehr und ich lache dich dann aus, wenn ich dir mit dem Finger auf die Brust tippe und du schwankst. Ja. Aber die Kohle könnte ich gut gebrauchen, wenn er uns Kohle anbietet. Ja, irgendwas. Aber jetzt gehe ich mit dir auf keinen Job. Also wenn du jetzt was machen willst, dann machst du das alleine ohne mich. Schon, aber ich meine jetzt, wenn es nur was wirklich Pissiges ist oder sowas, warum nicht irgendwo hier rumstehen? Und vielleicht will der auch einfach nur reden. Jo. Nicht wahr? Vielleicht will der nur spielen, meinst du? Genau. Alles klar. Dann bis morgen, ne? Jo, bis morgen. Jojo geht. Kaba macht macht Fernsehen an. Jo. Ja. Also das Beste, was gerade kommt, heißt Seelenschloss. Das ist ein Drama. Und naja. Freya fand den ziemlich gut und bevor du fast der Strom wärst, hätte sie sich den Janne mit dir angeguckt. Nach 5 Minuten bist du dir sehr sicher, dass deine Nahtoderfahrung auf jeden Fall besser war als dieser Film. Yeah. Sehr romantisch. Und es gibt, und ich möchte, dass du diese Worte dir auf der Zunge zergehen lässt, geschmackvolle Erotikszenen. Sehr gut. Nicht sehr gut, meiner, sonst hätte ich gesagt, geile Fix-Szenen. Ja, das war mir schon klar. Ach so, gut. Das war mir schon klar. Leider. aber gibt es die Möglichkeit, diesen Film quasi auf... Also es ist ja alles Pay-to-V wahrscheinlich, oder? Also ja, sprich, kann ich den auch on-demand gucken mit ihr, wenn sie gleich auftaucht? Nur mit einer Selbstbeherrschungsprobe. naja, klar, du hast das Abo bezahlt. Na siehste, dann habe ich ja quasi, das wollten wir uns doch schon Ewigkeiten angucken. Yay, schön. Übrigens, ich bin vielleicht doch gar nicht so ein Jäger, aber hier Film. Guck mal, schön. Das ist aber geschmackvoll. Wie er sie bettet. Wie sie sich regelt. Das ist schön gemacht, ne? Und jetzt so ein sanfter Schnitt auf dem Horizont und die Sonne geht unter. Dann töte ich auch Leute für Geld. Guck dir das an. Oh, so romantisch. Langweilig. Genau. Hey. Außerdem kann ich das auf meine Krankheit schieben, wenn ich quasi dabei einschlafe. Es ist ein Knaller, dann bin ich das los, kann dabei einschlafen. Vielleicht kann man nicht einschlafen. Das ist so ein Film, wo man nicht einschlafen kann. Oh, glaub mir, ich bin auf Medikamente und ich bin völlig fertig. Ich habe gesagt. Der Schmerz des Filmes überwiegt den Schmerz deiner Verletzung. Somit hast du gedoppelte Superschmerzen, die dich davon abhalten, schlafen zu gehen. Quasi mit Schmerz. Ja. 3 Erfolge bei einer Selbstbeherrschungsprobe. Ich kann damit sicher schlafen. Du kannst den Schmerz sehr gut aushalten, aber du kannst nicht einschlafen. Guck mal, pass mal auf. Wenn ich sage, okay, dir wird die halbe Hand abgeschossen, dann sagst du, okay, ich mach Selbstbeherrschung und ich sage, okay, 3 Erfolge, du kannst dich zusammenreißen, aber es tut halt immer noch weh. Da könntest du auch nicht einfach einpennen. Und ja. Das ist halt mehr als Hand abhacken, das ist Schwanz abreißen. Eier zerquetschen. Aber ja. Ich habe... Mit Stöckelschuhen auf deinem Sack herumlaufen. Nee, so angenehm aber, nicht. Aber... Das Schöne ist... Du nimmst eine Pille mehr und... Erstmal das und zweitens, ihr wisst, was der größte Traum eines jeden Kerls ist, wenn man solche romantischen Filme gucken kann? Muss? Nee. Dass man nebenbei einen richtigen Film gucken kann. Und weißt du was? Ich habe Cyberaugen! Ich kann einen anderen Film gucken! Die Zukunft! Ich wünschte, sie wäre da. Ernsthaft, Leute? Das ist das... Warum aber man das Ding ist, das Problem ist, ich meine, ich will dir das jetzt nicht malig reden, aber natürlich wird Freya, wenn du so einen Film mit ihr guckst, auch ab und zu mal zu dir sehen, ob du auch so romantisch berührt bist wie sie. Damit meine ich nicht untenrum. Das heißt, wenn du dann abwesend oder dümmlich grinsend dir dein Combat-Bike-Shit oder was auch immer anguckst, würde dann man das unter Umständen mitbekommen. Sagen wir es mal so, wie sind denn deine Charisma-Skills so ausgebaut? Oh!
Ich wusste doch, Charisma kann ich mal irgendwann gebrauchen. Scheiße. Das ist wie mit Klettern. Klettern braucht man auch nie. Und dann, patz, muss man klettern. Deswegen ist es ja ein SR5 mit Akrobatik zusammen. Damit dir das leichter fällt. Aber Juti, ja, du kannst den Film dann später mit dir gucken, wenn es dazu kommt, was ich jetzt... Aber na gut. Wenn es dazu kommt, ist ja alles gut. Ich sag mal so, ich muss erstmal noch einen kleinen Pfeffi trinken und wir machen das nächste Folge. Dun, dun, dun. In der nächsten Folge. Oh, come on, bitch, buy me a beer, whether it's domestic or imported, come on, bitch, buy me a beer, pour it on your head and act retarded, come on, bitch, buy me a beer, dance, dance, dance for my pleasure, you're so ugly, get out your wallet, slut, come on, come on, come on, come on, buy me a beer, bitch, come on, bitch, buy me a beer. Come on, come on, come on, come on, buy me a beer, bitch. Oh, come on, bitch. Buy me a beer. So, erstmal. Fette Thanks an Mala und Edko fürs Einsprechen, also Mala, Schim und Edko. Das hat sehr geholfen. Und, die vollständigen Texte werde ich auf WordPress packen, falls jemand aus irgendeinem Grund das nochmal lesen möchte. Ne? Ist alles da. Und zwar ist es ja so, dass das, also als wir, ich hab's ja schon mal irgendwann gesagt, ich habe halt die Runde eröffnet mit Düs und Flummi und noch einem anderen Dude, der dann aber leider keine Zeit mehr hatte und zum ersten Spielabend schon nicht da war. Unangemeldet oder unabgemeldet. Und dann haben wir uns ja einen neuen gesucht und sagte Quinta, hier, ja, ich krieg geil. Hat einmal zugehört und meinte dann, wir spielen so ein poppiges, ich würde mal nennen, philippiges Shadowrun. Und er hat ja auch recht, also zu dem Zeitpunkt, da war ja Party, Bunt, Hirnexplosion. So, ne? Teile rein und los geht's, voran. Und das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, sowieso in den letzten Staffeln und jetzt vor allen Dingen in der letzten Staffel mit den beiden nur. Und ich wollte deswegen auch wieder ein bisschen die Stadt anpassen. Ich weiß ja, dass ich nicht sehr stimmungsvolle Beschreibungen abliefere von NSC und Locations und so. Das ist, man muss ja wissen, was man kann und das gehört halt einfach nicht dazu. Ich habe da ja oft auch keinen Sinn für. Ich bin das, also das, ne? So. Und was ich aber gerne möchte, ist ein bisschen mehr Cyberpunk einbringen. Halt so ein bisschen noch das also die lustige, bunte VR-Welt der Konzerne und die Propaganda und so ein Shit und was weiß ich, die ganzen technischen Sachen, die sind ja okay, das finde ich in einem okayen Maß. Aber ich wollte halt jetzt noch eine direkt exkludierte Gesellschaft, möglicherweise dann sogar irgendwann mit eigener Währung, völlig kaputter Infrastruktur, noch mehr Armut, existenzielle Armut, keine Freya-Lohnsklaven-Armut, mir geht's so schlecht, sondern richtig in nichts zu beißen. Und auch dort in solchen separaten Bereichen Gangs, die mal was zu melden haben, aber halt auch nur in dem Bereich, ne? Und vielleicht irgendwie so, mir fällt gerade keiner ein, die uralten, was heißt nur die uralten, da werde ich jetzt bestimmt was Maul kriegen, die ganz alten Cyberpunk-Filme, die halt wirklich so 70er, 80er sind, wo halt ja auch die Hochzeit war, die haben da auch immer so geile Märkte und so ein Shit und ein Bekannter war jetzt in hier, wie heißt das Ding da? Nicht Südkorea, sondern das andere. Ne? Oh, meine Geografie, einfach. Bin ich der Beste. Nee, was ich meine ist natürlich Vietnam. Haha. Und da gibt's halt so übelst coole Bilder einfach so von richtig geilen Hochbauten, Hochhäusern, hochtechnologischen. Neben hast du halt so einen Markt, wo du halt so einen dreckigen Eimer hast und da ist stinkendes Wasser und schwimmt der Fisch drin. Das sieht halt richtig gut aus. Das möchte ich versuchen, dann in solchen, in den Schutzzonen, halt mir einzubringen. Kriege ich das hin? Ich habe mich angestrengt. Ich habe den ersten Schritt getan. Und dann werden wir mal gucken. So. Also ich würde es halt echt gerne machen, weil das immer so ein bisschen das Cyberpunkige ist, was ich nicht so häufig gemacht habe, was also für mich halt unheimlich schwierig ist auch. So.
Und ja. Also in der Staffel wird es jetzt lustigerweise erstmal in den ersten 700 Folgen sowieso keine Rolle spielen. Aber ich wollte es halt machen. So. Unabhängig davon, was ja meine Version von Dys an dieser Stelle ist. Das Hintergrundbild für diese Staffel ist von Evul Chibi. Keine Ahnung. Mit dem Titel Doomsday. Und ist zu finden auf, oh Gott, woanders. Müsst ihr mal vielleicht mal ganz kurz nachgucken. Ah ja, genau, DeviantArt. Link-Beschreibung. Und die Musik ist von Goatman, genau, Goatman. Vom Album Destroyer, die 20th Anniversary Digital Edition. Auf Soundcloud gefunden. Einmal Hate und einmal Beer Bitch. Ich mag ja Hate. Ich mag ja eigentlich dieses, ich mag Hate. Nee, ich mag ja eigentlich dieses knatschige, rockige gar nicht so übelst, aber das passt sogar textlich noch zu dem, was in der Staffel kommen wird. Finde ich gut. Kann man machen. Ansonsten alle anderen rechtlichen Sachen, Videobeschreibung. Das müsste es gewesen sein. Ach nee, wir haben uns übrigens entschlossen, das heißt, es wird bis sehr spät in der Staffel keine Rolle spielen, aber wir haben uns jetzt entschlossen, dass Alex einfach keine genügende Bezeichnung für unsere Zuhörer ist. Und falls sie anzusprechen seien, dann seid ihr jetzt einfach Mills Brothers. Finde ich auch besser. Und wenn ihr Frauen seid, was ja laut unserer YouTube-Quote in höchstem Maße unwahrscheinlich scheint, dann tut's mir leid, ihr seid Mills Brothers. Danke. Bis nächste Woche.